Tag 3 ist angebrochen. Tag 4? Tag 4. Heute ist Donnerstag. Aber für uns eigentlich erst 3 Tage. Oder so. Oder so, genau. Ach, keine Ahnung. Aber das Wetter ist heute wesentlich besser. Also es regnet zwar, aber es hat noch die ganze Zeit jetzt heute Morgen geregnet, aber jetzt scheint die Sonne. Und wir hoffen mal, es bleibt so. Weil angeblich soll es heute ab 2 zumindest keinen Regen mehr geben. Wir haben es, glaube ich, halb 12. Und hoffen wir mal, dass es da heute ein bisschen besser wird und dann die nächsten Tage auch. Das wird zwar dem Boden nichts mehr bringen, aber ja. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Merch eingekauft gestern, noch zum Ende. Wir waren auch noch, was haben wir geguckt? Broilers und Skindred haben wir noch gesehen. Wir haben uns dann entschieden, doch noch hinzugehen, obwohl es geregnet hat. Aber das hat dann tatsächlich dort aufgehört und das war richtig geil. Es waren super viele Leute da. Ja, das war richtig geil. Lüthi hat hier die Stellung gehalten, neue Freunde kennengelernt, Likörchen getrunken hat er noch. Jetzt geht's Würstchen hier. Hast du die jetzt immer noch heiß? Ja, die sind immer noch heiß. Aber so. Keiner will sie essen. Keiner will sie jetzt. Gibt schon. Ich hab die schon verdrängt. Verteil die doch mal wieder hier. Es geht los. Wir verbringen unseren Festivaltag heute tatsächlich mal auf dem Festivalgelände. Ich werde die 360-Kamera mit dem Damen ein bisschen filmen, weil mit der Kamera wird man eh nicht viel sehen. Wir fangen jetzt an. Es ist 4. Es wird heute Nacht bis 12 gehen. Plus minus. Danach zurück. Also vor 12:30. Werde nicht mehr hier sein. Aber wir haben schon jetzt den Nachmittag gut verbracht. Ich freue mich jetzt, dass wir da hingehen. Das Wetter ist super tatsächlich mittlerweile. Also wir haben echt richtig schön Sonne. Und das soll auch Gott sei Dank jetzt erstmal so bleiben, hoffentlich. Also Gummischiefel sind natürlich trotzdem noch angesagt. Die werde ich mir gleich anziehen. Und dann geht's los. Schön heiß duschen gewesen gerade. Das tut echt gut. Jetzt können wir erst den Tag noch gehen. Heute geht es ins Wackinger, ne? Wackinger Dorf. Was haben wir gesagt? Ja, ich habe auch echt Hunger jetzt schon wieder. Nehmen wir mal was anderes, als das wir da haben. Auch mal rein, oder? Ja, geil. Es gibt auch so Asia-Dings. Mal gucken. Aber Wetter ist top. 20 Grad. Kein Regen bis jetzt. So kann es bleiben. 99 ist das Wackinger. Da gehen wir jetzt erstmal rein. Es ist immer noch gut schlammig hier, aber längst nicht so schlimm wie am ersten Tag, obwohl ich gerade fast da versucht bin und umgefallen bin. Ja, ich habe mega Hunger, aber hier gibt es genug zu futtern. Die ganze Straße darunter ist alles Essen. Hier vorne Cocktails, Cocktailbar und alles Mögliche gibt es da. In der Krombacher Stadt natürlich. Ah, Essen. Ja. Sieht aber nicht so lecker aus. Sieht nicht so lecker aus? Also der Bereich ist auf jeden Fall schon ganz schön groß. Und man sieht hier, glaube ich, auch tatsächlich, dass viel weniger Leute da sind, weil es ist alles relativ frei. Aber für uns eigentlich gar nicht schlecht. Jetzt gehen wir mal zum Wastelander-Bereich hier. Motherfucking heads up!
Nähe ist jetzt der Farmers Market. Da kann man alles mögliche an Essen, glaube ich, kaufen. Aber wir haben mehr als genug, von daher gucken wir uns hier mal um. Aber hier gibt es Schnappes auch. Wir sind jetzt auf der Einkaufsmeile hier, wie es aussieht. Hier gibt es alles mögliche an Kram. Alles, was man braucht. Der Dütti hat eine kleine Currywurst genommen, ja? Kinderportion. Heute am Freitag ist definitiv wesentlich voller als gestern, würde ich mal behaupten. Aber heute sind wir auf den Top-Ecks. Bis wir dann erstmal schön den Notruf betätigt, ja? Und erstmal der SMS an alle Leute rausgeschickt. Jetzt kommt gleich die Feuerwehr, oder was? Und der Krankenwagen. Und die fragen mich, warum ich filme. Guck mal, wer sich da freut, ehrlich. So, und Abmarsch. Ab nach Hause. Ja, ab nach Hause. Ohne unsere Freunde. So. Dann würde ich sagen, aus die Maus. Da vorne, da ist auch was im Garten los, ne? Junge. Geil. Richtig geil. Da haben sie auch im Garten. Überall sitzen wir noch. Let's look out.